Molly, was geht? Herzlich willkommen hier vom Kanal Lifestyle. Dein Name ist Mode Vlogs und Lifestyle geht frisch aus. Richtig aus Hamburg. Es ist soweit. Ihr habt lange drauf gewartet. Es ist endlich soweit. Ja, das Video ist draußen. Ihr könnt es auch schon im Titel lesen. Es geht um ein sehr, sehr, sehr spannendes und nices Thema, wie ich finde. Und zu diesem Thema werde ich mittlerweile öfters auf Instagram auch gefragt und auch in den Kommentaren von meinen älteren Haarvideos. Ja, sind immer wieder Kommentare zu finden zum Thema Haarstyling, Haarfrisur bei Haarausfall, dünn Haar. Den meisten von euch, bevor es das Video eigentlich losgeht, ist es ja schon, also die mich schon von Anbeginn auf YouTube verfolgen und dementsprechend auch auf Instagram, denen ist es mit Sicherheit ja aufgefallen, dass mit meinen Haaren irgendwas anders ist als sonst. Und darum sollte es heute in dem Video gehen, euch ein bisschen von mir ganz kurz erzählen, was jetzt anders ist, wieso, weshalb, warum und dann auf jeden Fall nochmal ein paar Fakten nennen zu der einzigsten Lösung bei Haarausfall, die es eigentlich gibt, beziehungsweise um eben volles Haar zu erlangen, meiner Meinung nach. Genau, all dies und das gibt es jetzt gleich nach dem kurzen Intro, also bleibt dran, es wird nice. Fangen wir an mit der ganz kurzen Story zu mir, denn ich möchte mit diesem Video Männer von euch da draußen einfach Mut machen, diesen Schritt auch zu gehen, zu sagen, hey, du kannst was unternehmen, du kannst was machen, du musst es nicht akzeptieren. Und was du nicht akzeptieren musst und was die Entscheidung ist, wofür man sich entscheiden kann, welche Option es gibt, das erfahrt ihr jetzt. Und zwar, was ich ja schon am Anfang meinte, die meisten von euch werden es ja gesehen haben, ich habe all die Jahre lang, also seitdem ich 23 bin, leide ich unter erbbedingtlichen Haarausfall. So, und das fing halt schon mit 20 natürlich an, dass die Haare immer dünner wurden, angefangen hat es vorne an der Front, Geheimratsecken, das Haar wurde vorne dünner und dann hat sich das halt immer weiter nach hinten ausgebreitet und von Jahr zu Jahr wird es immer weniger. Und auf einmal ist der Jo in Düsseldorf und hat er volles Haar. Wofür habe ich mich dann eigentlich entschieden? Und zwar, es liegt vielleicht schon auf der Hand, ich habe mich für ein Haarsystem entschieden. Haarsystem, was ist ein Haarsystem? All die Fakten gibt es gleich in dem Video, also bleib einfach dran, lehn dich zurück. Ich erzähle ganz kurz was, wieso ich mich für ein Haarsystem entschieden habe. Und dann gibt es am Ende des Videos nochmal ein paar Fakten zum Haarsystem, dass ich euch ganz kurz erkläre, wo habe ich es machen lassen. Wie fliegt mein Haarsystem, wie lange hält ein Haarsystem, was ist überhaupt ein Haarsystem allgemein. Und wenn du darauf Bock hast, dann werde ich nächste Woche, das ist eigentlich auch schon geplant, aber penetriert gerne den Daumen nach oben und schreibt gerne und lasst gerne Liebe da in die Kommentaren. Dann werde ich nochmal ein extra Video machen, Haartransplantation versus Haarsystem, die Fakten. Ich möchte da keinen Hate aufbauen, aber einfach euch nochmal ein stimmiges Bild machen. Vorteile, Haarsystem, Vorteile einer HT, Nachteile, wenn es welche gibt bei einem Haarsystem und Nachteile, wenn es welche gibt bei einer HT. Dann werde ich euch mal beides gegenüberstellen, dass ich euch nochmal ganz kurz und knackig die Optionen aufweise, die es gibt bei beiden Sachen. Und genau, das und dann werde ich auch natürlich stärker auf das Haarsystem natürlich eingehen, weil ich natürlich jetzt selber ein Haarsystemträger bin. Aber jetzt zu meiner Story. Wir machen mal ganz wie spannend den Bogen wieder zurück. Genau, Leidensdruck. Fakt ist, alle Männer, die Haarausfall haben, die darunter leiden, haben automatisch einen Leidensdruck. Genauso wie ich. Ich habe, wie gesagt, seitdem ich 20 bin, geht's los. Und habe mich auch in dieser Zeit, also mit 22, habe ich mich exzessiv damit beschäftigt, was kann man gegen Haarausfall tun? Ich habe sämtliche, deswegen ich weiß, wovon ich spreche, ich habe sämtliche Haarwuchsmittelchen ausprobiert. Natürlich, glaube ich, wisst ihr die meisten, dass es völliger Schwachsinn ist. Das funktioniert nicht. Es ist auch natürlich so, wie es beworben wird, sind wir uns ehrlich, das ist Schwachsinn. Zumal, man muss das vielleicht ganz kurz anreißen, wenn man natürlich rechtzeitig damit anfängt und man hat eine andere Ausgangssituation, dass vielleicht einem nur, dass vielleicht bei einem nur die Geheimratsecken so langsam losgehen, dann können gute Mittelchen
für einen gewissen Zeitraum ein bisschen was bringen, aber sie sorgen nicht dafür, dass ihr volles Haar kriegt und dass ihr auch euer volles Haar behaltet. Das ist ein Trugschluss. Das nur dazu, aber dafür, aber damit steige ich im nächsten Thema, im nächsten Video genauer ein. Leidensdruck, genau. Und zwar Leidensdruck. Ja, man leidet drunter. Ich habe drunter sehr gelitten und es wurde von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Es war nachher schon so extrem, gerade mit 25, 26, 27. War auch so das Jahr, wo ich mit Instagram auch angefangen habe, auch so richtig Bilder zu shooten und natürlich auch angefangen habe für Jack & Jones natürlich auch als Markenbotschafter zu arbeiten und. Und ja, es belastet einfach einen. Und gerade auch natürlich, wenn man sich auch nicht vermehrt, auch in dieser Sparte auffällt, Bereich Fashion, ihr wisst es ja, ich habe einen Fashion-Kanal, ich bin in der Fashion-Szene auch aktiv. Und ja, klar, logisch ist es dann natürlich für mich zumindest mehr belastend, weil man natürlich auch seine Inspirationsquellen hat und natürlich haben die meisten Herren volles Haar und ja, und man selber fühlt sich einfach dementsprechend natürlich noch unwertiger. Man denkt so, Mensch, krass, der volles Haar hätte ich natürlich auch gerne. Natürlich war das jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, dass ich ja sage, ich will ein Haarsystem haben. Nein, aber natürlich war das mit auch ein Grund zu sagen, so auf den letzten Metern jetzt, bevor ich es machen lassen habe, ich mache es jetzt. Ich ziehe es durch, wisst ihr? Denn davor einfach dieser Druck, man guckt sich in den Spiegel an und denkt so, nee, ich gefalle mir so einfach nicht. Nein. Und deswegen war, wie gesagt, auf meinen meisten Instagram-Bildern, die älteren, ihr werdet es ja sehen, wenn ihr mal vorbeischaut oder mir halt da auch schon folgt, ich trage fast nur Caps. Also die letzten Bilder wurden ausschließlich mit Caps oder Mützen geshootet, weil es für mich einfach schrecklich war, wenn Bilder von mir auch geshootet worden sind. Ich wusste ganz genau, es gibt eine Pose, so kann ich immer den Kopf drehen, da geht es noch einigermaßen, da fällt das gar nicht so auf, dass oben die Kopfhaut sieht. Das hat mich so stark belastet, dass mir auch selbst das Shooten keinen Spaß mehr gemacht. Also ich habe mich selber einfach so unwohl gefühlt und vom Selbstwertgefühl einfach auch nur denk so, natürlich, wenn ich frisch beim Friseur war, waren natürlich die Haare so geschnitten, dass es natürlich für meine Familie und Freunde natürlich gut aussah. Ich fand es natürlich auch dann so, also die ersten zwei Wochen am Friseur waren ja noch gut. Aber trotz alledem, sobald man, wie gesagt, das war halt aber trotzdem nicht erfüllend. Klar, logisch, sah es gut aus. Und alle haben gesagt, Mensch, wieso? Was hast du denn? Es sieht doch super aus. Und da wäre das Erste, wo ich dir da draußen, wenn du drunter leidest und sagst, ich bin in einer ähnlichen Situation, ich leide unter Haarausfall. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann kann ich dir sagen, na, verdammt nochmal, hast du das Recht, was dagegen zu unternehmen. Und deswegen möchte ich auch ganz gerne mit dieser Serie, die ich jetzt hier starte, die wird wahrscheinlich erstmal nur 3 Teile haben, wo ich euch erstmal aufkläre über das Thema Haarsystem, bla bla bla. Und dann werde ich euch auf meinem Kanal, deswegen lasst auch gerne ein Abo da, wenn dich dieses Thema interessiert, verfolgt mich gerne. Ich werde ja mit diesem Haarsystem über die Monate und Jahre reinwachsen und ich werde regelmäßig Updates, Videos euch hier liefern zum Thema Haarsystem. Ich kann euch wie gesagt sagen, zieht es durch. Ich habe halt eben Haarausfall und es wird so sein, dass ich mir 30, 39, 38, wie auch immer, eine Glatze halt haben werde. Klar, logisch, der Kranz bleibt halt dann ja bestehen, aber das Deckhaar fehlt halt. Das wird so passieren. Und es ist schon ganz gut, dass erstmal zu akzeptieren, ja, das ist die Ausgangssituation, aber, und jetzt kommt dieses schöne Aber, ich kann was dagegen unternehmen. Ich habe mich eben für ein Haarsystem entschieden. Ich habe mich natürlich lange auch mit einer HT informiert und belesen und richtig beraten und hatte auch schon Angebote. Ich habe mich aber trotz alledem für ein Haarsystem entschieden. Und warum, wie gesagt, erfahrt ihr alles next week. Haarsystem. Was ist eigentlich ein Haarsystem? Ich weiß, die meisten Herren wissen noch nicht mal, dass es diese Option überhaupt gibt. Deswegen mache ich diese Videos auch, weil ich euch helfen möchte. Ich möchte sagen, ich habe das durchlebt und ich weiß, wie sie es anfühlt und man kann es nur verstehen, wenn man selber darunter leidet. Menschen, die keinen Haarausfall haben, die können das nicht empfinden, wie man sich fühlt. Man fühlt sich einfach scheiße, um es mal ganz doof zu sagen. Man fühlt sich einfach nicht vollwertig. Ist einfach so. Und dann auch die Sprüche immer zu hören, du musst, sag denen, wie du bist. Nein, das macht es nicht besser. Und nur mal ganz kurz eingeworfen, wenn Frauen
Und das ist auch okay, wie ich finde. Aber Frauen machen sich die Brüste, Frauen machen sich die Haare, Frauen machen sich die Nägel und. Und dann heißt es ja auch immer ganz oft so, ah, die Frau, die hat ja so gelitten, bla 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 bla. Ist auch vollkommen okay, dass die Frau das macht. Aber dann dürfen wir Männer das auch. So, und ich finde das ein bisschen schade, so geht's mir jedenfalls. Ich finde, die Gesellschaft ist immer auch noch so gepolt. Das heißt ganz oft, ja, du als Mann, ja, dann hast du Haarspray, ja, dann machst du halt eine Werte, ist es soweit. Nein, völliger Schwachsinn. Du kannst es natürlich, wenn du das tragen willst, trag eine Glatze. So, aber Fakt ist, wir Männer dürfen auch leiden und haben einen großen Leidensdruck. So, und das möchte ich auch unter anderem in diesen Videos versuchen, ein bisschen in die Gesellschaft oder in die Köpfe von den Leuten rein prügeln, wäre zu hart gesagt, aber einfach mitteilen. So, und deswegen möchte ich mit diesen Videos euch da draußen pushen, euch helfen zu sagen, geh diesen Schritt, do it. Mach es für dich und es ist ein geiles Gefühl, es ist ein neues Lebensgefühl. So, jetzt aber zum Haarsystem. Haarsystem ist keine Perücke und auch irgendwie nicht irgendwie so ein Toupet. Wenn vielleicht, auch wenn man natürlich vielleicht das miteinander in Bezug ziehen könnte, das ist klar, aber es ist ein Haarsystem. Ich werde darauf next week eingehen, genau eingehen, was es alles gibt, aber ganz kurz. Es gibt, sagen wir mal, zwei Varianten. Es gibt einmal dieses Hair2Go, das heißt, ihr geht in den Salon eurer Wahl und ein Hair2Go ist sofort abrufbar. Ne? Ihr lasst euch beraten und wenn ihr einen Termin gemacht habt, dann ist dieses Haarsystem auch vor Ort. Punkt. Es gibt natürlich noch ein anderes Haarsystem, das kann man sich natürlich anfertigen lassen. Es dauert so ungefähr drei Monate. Ist eben auch interessant für Männer, die zum Beispiel schon graues Haar in mir haben. Und wie gesagt, man lässt sich das halt natürlich so anfertigen, dass natürlich alles abgestimmt ist. Ihr wisst, was ich meine. Es kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber so die meisten. Und was ich jetzt auch trage und was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, um überhaupt erstmal auch reinzuwachsen, zu gucken, ist das was für mich und, oder wie ist das Ganze? Hair2Go ist super. So, und dann gibt es halt einmal Folie und Lace. Ich habe mich für das Folien-System, also beides ist gut. Beides ist gut. Kopfhaut kann unter beide Systemen atmen, alles ist super. Folie ist halt gerade auch für Einsteiger ein bisschen einfacher, auch das zu Hause dann selber zu verkleben und ja. Habe ich denn mein Haarsystem her. Das ist jetzt keine Werbung, das ist eine Empfehlung von mir an euch da draußen. Ich sage jetzt ganz klar, wo ich es machen lassen habe und wieso ich das da machen lassen habe und ich empfehle euch das aus freien Stücken raus, weil ich davon überzeugt bin und weil die wirklich gut sind. Ich habe mich natürlich damit sehr stark beschäftigt und natürlich viel herumgegoogelt und geguckt. Wenn ihr selber euch mal informiert, ihr werdet wahrscheinlich feststellen, es gibt OC Hair System in Düsseldorf, da war ich, und eben eine andere Haarsystem Company in Hamburg. Natürlich könnt ihr ein Haarsystem auch auf Amazon oder auf sonstigen Seiten bestellen, aber davon würde ich euch abraten, lasst die Finger davon. Ich habe mich halt für OC Hair System entschieden in Düsseldorf. Wieso habe ich mich dafür entschieden? Ganz einfach, natürlich, weil ich mich natürlich vorher sehr stark informiert habe, was es eben alles gibt von Studios. Haarsysteme war halt auch nicht so viel Auswahl. ich kannte die schon, ich habe die schon ein bisschen damals grober verfolgt, bevor ich, da war ich aber noch weit weg davon, dass ich sage, ich mache jetzt ein Haarsystem. Und bin dann aber, als es soweit war, als ich dachte, okay, gibt es Alternativen zu einer HT, habe ich gesagt, ey cool, OC, ich guck doch nochmal vorbei und wie gesagt, die Homepage auf jeden Fall. Als Kunde super ansprechend, sie ist clean, was mir sehr gut gefällt. Es wird alles offengelegt, es wird nichts versteckt. Alle Informationen könnt ihr auf der Seite ganz einfach nachlesen. Es ist nicht so viel Klimbim, dass man irgendwie durch Werbung oder durch sonstige Texte oder durch sonstige Bilder abgelenkt wird, sondern es bezieht sich wirklich aufs Wesentliche. Wie kommst du denn da ran? Du gehst auf die Homepage und buchst dir einen Beratungstermin. So über ein Videocall. Und OC teilt dir dann halt einen Care Manager zu, der dir ja dann auch natürlich später, wenn du das Haarsystem dir an, wenn du den Termin auch noch machst und ein Haarsystem dann hast,
der steht dir dann halt zur Seite. So, den kannst du über WhatsApp anschreiben, wenn du Fragen hast und. Und das ist schon mal super. So hat man halt auch immer halt sofort einen an der Strippe, falls auch mal was ist, ne? Man ist zu Hause und denkt, oh, ich hab's gerade neu, ich hab gerade Panik. Könnt dem dann bei dem Videocall eure Fragen stellen, alle stellen und dann dementsprechend auch zum Beispiel euren Termin dann buchen. Dann fahrt ihr dann hin und dann ist halt so, ihr kommt rein und der Laden ist super, ne? Ist halt wie ein Friseurbesuch, so nur, dass ihr quasi Haare verliert, aber mit vollem Haar nach Hause geht. Wie cool, oder? Und ihr geht dann da rein und ihr kriegt einen Stylisten an die Hand und die Stylisten, die eben da auch arbeiten, die haben echt was auf dem Kasten. Und was ich jetzt auch so natürlich, weil ich immer neugierig bin, ich gucke mir natürlich auch die Stylisten genauer an. Nicht, weil ich jetzt sage, so oben einmal gucken, sondern einfach so aus Interesse halber. Und viele Stylisten, die da arbeiten, haben ein nices Portfolio, also haben auch echt was auf dem Kasten und haben einen Plan von dem, was sie da tun. Das ist auch total wichtig. Und gerade auch die männlichen Stylisten, da gibt es auch viele, die auch selber ein Haarsystem tragen. Und das finde ich auch nice, weil es ist super cool, weil gerade die können einem ja super beraten, weil die selber ein Haarsystem tragen. Und ja, ihr wisst. Und ne, geht hin, kriegt den Stylisten, dann, wie gesagt, wird die Haarfarbe abgecheckt, was halt passt. Dann habt ihr einen netten Plausch und ja, ihr werdet dann halt quasi neu transformiert, würde ich sagen. Also das Decker, ich blende euch das ein bisschen ein, wie es bei mir war. Das Decker wird abrasiert und der Kranz bleibt dann halt stehen. Von Vorteil ist es immer, aber das sagen die euch dann auch, wenn ihr euch schon vorher Gedanken macht, welche Traumfrisur du schon immer haben wolltest. Bring es einfach auf dem Handy als Bild mit oder Zeitung oder wie auch immer. Und zeigt es dem Stylisten und meistens ist es dann so, natürlich, und das finde ich halt gut, die Stylisten beraten euch auch. Selbst wenn ihr keinen Plan habt und sagt, ich habe keine Ahnung. Die Stylisten wissen, was euch steht, die werden euch beraten. Und bei mir war es auch so, ich habe ein Bild mitgebracht, welche Frisur ich gerne hätte. Und wir haben die Frisur dann dementsprechend einen Ticken abgeändert und halt nochmal besser auf mich einfach zugeschnitten. Das war mega. Und ja, das Ganze dauert halt 2 Stunden. Und dann habt ihr auf einmal volles Haar und ihr habt keine Schmerzen, ihr habt volles Haar, ihr habt ein tolles Ergebnis, es ist echt Haar, das ist auch wichtig, es sieht echt aus, es fühlt sich echt an. Es ist auch nicht so, klar, die ersten 10 bis 15 Minuten waren ungewohnt, ne? Aber dann nach 15 Minuten war das, ihr habt auch nicht gemerkt, dass ihr da was aufgeklebt habt, sondern es ist wirklich, als wäre es einfach, ja, es ist dein Haar, so fühlt sich es an. Ihr merkt da gar nichts, dass da was drauf ist, sondern es fühlt sich wunderbar an. Und ihr kriegt dann natürlich auch ein einmalig halt ein Pflegeset-Kit mit, wo ihr alle Sachen drin habt, die ihr natürlich dann auch zum Pflegen und zum Wechseln auch zu Hause braucht. Und genau, und dann war es das auch schon. Habt wirklich ein Lebensgefühl. Es ist ein neues Lebensgefühl. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich kann euch das, wie gesagt, aus eigener Erfahrung sagen und ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen. Diese Videos auf YouTube, die auch OC macht mit den ganzen Transformationen von den Männern, die da hingehen, das ist alles super authentisch und man sieht diese Freude in diesen Videos. Da ist nichts geschauspielert. Und gerade wenn man das selbst durchlebt, sagt man, jupp, diese Freude, was man in den Augen dieser Männer sieht, die an Haarsystemen dann bekommen haben, die dann fertig sind, das habe ich genau zu 1000% auch so gefühlt. Man guckt in den Spiegel und denkt so, wow, das bin ich, krass. Und das ist so, und ich kann euch sagen, es ist ein geiles Gefühl mit vollem Haar. Ihr werdet anders wahrgenommen, was ich niemals gedacht hätte. Ich hätte ihn niemals für möglich gehalten, dass Haare so einen anderen Menschen aus einem machen, optisch jedenfalls. Und man wird total anders wahrgenommen. Und das ist einfach, ich habe so viele positive Nachrichten auch von euch da draußen auf Instagram auch erhalten, wo ihr meintet, wow, krasse Veränderung, ganz anderer Mensch, Respekt, mega. Und das ist es auch. Ich kann euch echt nur ans Herz legen, gerade dir da draußen, der du jetzt zuguckst, wenn du, wie gesagt, unter Haarausfall leidest und sagst, ich gefall mir so nicht mehr, es belastet mich, ich merke, es wird immer lichter, dann tu was dagegen. Ich kann sagen, ich bereue es, dass ich das nicht viel früher gemacht habe, ja. Denn es ist einfach ein neues Stück Lebensqualität. Das kann ich euch einfach nur sagen. Was kostet der ganze Spaß?
Finde ich auch sehr moderat, ehrlich gesagt. Ihr zahlt natürlich beim ersten Mal einmalig 950 so ungefähr. Und natürlich, ihr dürft nicht vergessen, dieses Haarteil, das Hair to Go, kostet so, sagen wir mal, 650 plus dann nochmal das Pflegekit, was man sich ja einmalig erstmal dann kauft. Für 170, dann habt ihr auch erstmal alles am Start. Ne, das bezahlt ihr natürlich auch natürlich mit um das Einschneiden und so. Aber trotzdem, was ihr da alles bekommt, ist das nicht viel Geld. So gesehen. Und natürlich macht es immer Sinn, zwei Haarsysteme sich anfertig zu lassen. Ich habe erstmal mich für eins entschieden, weil ich natürlich erstmal schauen wollte, okay, ist das was für einen, ne? Gefällt einem das? Hätte auch sein können, dass ich sage, es ist doch nichts für mich. Dann hat man zwar Geld investiert, aber es war auch gut. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen sage ich, es ist kein rausgeschmissenes Geld. Es ist gut investiertes Geld. Eine gute Sache. Und selbst wenn ihr mal sagt, ihr habt da keinen Bock mehr drauf, meine Güte, dann war es für euch ein Projekt. So sehe ich das halt auch. So, aber ich kann sagen, es gefällt mir super gut und ich werde mir jetzt auch jetzt in diesem Jahr noch, spätestens bis zu meinem Geburtstag, also Mai, ein zweites Haarsystem auch nochmal holen. Und es ist eine super Sache. Und wie lange hält das Ganze? Das hält 8 Monate. Natürlich kann man sagen, gerade die ersten Haarsysteme als Anfänger, ich bin auch noch ein Anfänger so gesehen, sagt man so im Schnitt 5 bis 8 Monate, weil man natürlich dann vielleicht noch ein paar Fehler macht, die man sonst vielleicht nicht mal macht, aber genau, und dann schmeißt man das Haarsystem aber auch nicht weg. Es sei natürlich, es ist Katastrophe, aber in der Regel hält man das eigentlich, das Abgetragene. Es wird dann erstmal nur kraus das Haar. So. Und ich habe für mich ganz klar gesagt, das Haarsystem kann man wunderbar immer dann tragen, wenn ihr verreist. Dann muss man nicht gut aussehen. Langt, wenn ihr Haare im Kopf habt, dann ihr seid am Sonnen, ihr seid im Wasser. Und abends, wenn ihr vorhabt, schick essen zu gehen oder nochmal in die Stadt zu gehen oder, könnt ihr ganz einfach natürlich das frische Haarsystem, was ihr natürlich auch dabei habt, einfach austauschen und basta, Punkt. Habe ich irgendwelche Einschränkungen bei einem Haarsystem? Fragezeichen. Nein, habt ihr gar nicht. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Natürlich ist vielleicht beim Duschen oder bei Sachen vielleicht einfach die Struktur auf einmal eine andere. Da wächst man aber rein und das frisst nicht viel mehr Zeit in Anspruch wie sonst auch. Also wie gesagt, morgens zum Beispiel brauche ich weniger Zeit im Bad, logischerweise, weil ich mir die Haare nur noch alle 3 Tage wasche. Langt auch vollkommen. So, und zum Stylen habt ihr für eure Daily Routine halt ein Haarspray, es nennt sich Spray Care, es ist ein 2-in-1 Air Conditioner. So, der pflegt eben das Haar, aber ihr kriegt dadurch auch ein bisschen Volumen und könnt es stylen und natürlich, das langt eigentlich vollkommen, das geht super schnell. So, und ich kann echt sagen, es ist nicht mehr Arbeit. Eigentlich ist es das nicht. Nee. Höchstens natürlich, wenn ihr den Wechsel selber macht, klar. Das Einzige, was da halt ein bisschen Zeit frisst, ist halt das Haarsystem zu reinigen. Aber selbst das ist easy, das ist kein Aufwand. Nur es kostet dich halt ungefähr so aktiv, dass du das machst, vielleicht 20 Minuten und oder eine halbe Stunde insgesamt. Ne? Das Haarsystem muss natürlich dann 1 bis 2 Stunden nochmal in der Lösung drin liegen, dass sich der Kleber unter der Folie halt löst. Das ist klar, aber ansonsten ist das nicht viel. So, und wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, den Wechsel selber, schafft man so einen Wechsel. Natürlich die meisten auch schon, die natürlich das Haarsystem mindestens seit einem Monat tragen, man schafft so einen Wechsel dann auch innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Und das ist voll easy. Und das ist dann einfach eine reine Struktursache im Alltag einfach nur. Aber es ist nicht mehr. Und natürlich fragt dich auch jetzt, okay, wenn das alles toll hält, womit ist denn das verklebt? Wie hält das Ganze denn? Da gibt es auch verschiedene Varianten. Ich habe zum Beispiel, als ich bei OC war, hat mir Grüße gehen raus, Joseph, an dich, wenn du das siehst, bester Mann. Zum Beispiel natürlich, ihr habt hier rundherum hier natürlich überall Stripes, also Klebestreifen, und die gehen herunterrum. Man hat, also kann man machen. Ich mache es immer ganz gerne. Ja, da habt ihr noch mehr Halt. Ich mache mal einen Anker, so heißt das. Das klebt man hier rauf. Also das sind solche länglichen Streifen, ob man die jetzt. Ich mache mal so 2 hier und einen hier, oder man kann auch hier einen machen, hier einen machen, hier einen machen, das bleibt euch überlassen dann. Und die Front wurde beim ersten Mal, also trotzdem kommt noch ein Fixier-Stripe hier vorne und dann wird die Front mit Flüssig-Kleber geklebt. Auch super, hat bei mir auch 3 Wochen gehalten.
alles super, mega cool. Jetzt, als ich da den ersten Wechsel, empfehle ich euch auch, wenn ihr aufgeregt seid, ist vollkommen okay. Macht ruhig den ersten Wechsel nochmal bei OC mit den Stylisten da. Alles cool. Dann kann man nochmal über die Schulter gucken, man kann mal nochmal vor Ort mal Fragen stellen und. Es ist einfach, es gibt einfach einen nochmal Sicherheit. Ich habe es gemacht, mega. Zumal ich den ersten Wechsel, also eigentlich war das schon immer ein zweiter Wechsel, ich habe den ersten Wechsel tatsächlich auch zu Hause gemacht. Ging auch dafür, dass ich das erste Mal das gemacht habe, auch gut von der Hand. So. Es war nicht ganz perfekt, aber es erwartet ja auch keiner. Man muss da ja auch erstmal reinwachsen, man muss sich mit der Technik vertraut machen. Ist wie Autofahren, Gas und Kupplung kann man ja auch nicht sofort. Muss man auch erstmal lernen, ne, das Spielen damit einfach. Und so ist es mit dem System auch. Man wächst daran und man lernt, aber es ist machbar. Es ist easy, man kriegt's hin, ja. Und aber als ich jetzt das zweite Mal dann bei OC war, Grüße gehen raus an Steffi. Zum Beispiel hat Steffi eine andere Klebetechnik gewählt. Und zwar ohne Flüssigkleber, sondern überall Stripes. Ist auch mega gut. Also ihr habt da Varianten, ihr könnt halt gucken, welche Klebetechnik ist für eure Kopfhaut am besten. Und welche Variante einem liegt, das entwickelt man ja einfach mit der Zeit. Also ihr werdet einfach, je länger ihr das Haarsystem habt und werdet ihr einfach sehen, okay, welche Klebetechnik ist für meine Kopfhaut am besten geeignet. Womit komme ich am besten zurecht? Was hält besser bei verschiedenen Situationen? Vielleicht auch im Sommer, wenn es ultra heiß ist und man ganz viel schwitzt. Keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene Varianten. Aber das werdet ihr alle selber dann herausfinden und gucken, was ist für euch am besten. So, das dazu. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach gerne an, spammt mich zu auf Instagram oder hier auf YouTube und seid gerne dabei, supportet gerne meinen Kanal, also seid dabei, denn ich werde mit Sicherheit weitere Folgen im Jahr hochladen, denn ihr müsst ja wissen, ich wachse jetzt mit meinem Haarsystem hier rein. So, und es wird mich natürlich begleiten. Ich werde mit Sicherheit viele Folgen drehen, auch Updates euch einfach geben. Zu meiner Haarsystem-Situation. Wie geht's mir? Wie war heute Tag? Vlog-mäßig einfach und euch einfach mitnehmen und das einfach dokumentieren. Und ich möchte dir da draußen einfach eine Hilfe sein. Ich möchte dir zeigen, ey, es ist gut, wie gesagt, zu akzeptieren, ja, ich habe Haarausfall. Ich auch. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich ohne Haarsystem in ein paar Jahren alles weg gewesen. Aber du musst es nicht erzählen. Du kannst sagen, nein, ich möchte dagegen was tun. Ich möchte was Sinnvolles dagegen tun. Ihr habt mal nicht in 2 Stunden so ein tolles, volles Ergebnis. Das kriegt ihr so mit anderen Sachen einfach nicht hin. Es ist einfach so. Nicht in diesem Umfang und nicht in diesem Maße. Und das ist einfach das Geniale daran. 2 Stunden und ihr habt ein neues Lebensgefühl. Es ist Luxus. Es ist einfach ein... Es ist krass. Also ich kann euch das nur ans Herz legen. Probier es aus. Es wird dein Leben verändern und ich hätte das, wie gesagt, auch nie für möglich gehalten, aber es ist tatsächlich Faktor. Es ist so. Es hat mein Leben verändert. Zumindest auf einer gewissen Ebene und ich kann mir aktuell nicht mehr vorstellen, ohne Haarsystem zu leben. Einfach das Gefühl, volles Haar zu haben, das Gefühl, anders wahrgenommen zu werden, auch einfach selber positiver durchs Leben zu gehen. Ja, das ist einfach so und das möchte ich dir da draußen ans Herz legen. Tu es, do it. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ja, motivieren, supporten, diesen Weg auch zu gehen. Und genau, wenn du es durchziehst, dann schreib mir doch einfach immer gerne, würde mich interessieren, ob du das tatsächlich auch gemacht hast dann und ja, sag mir auch ganz gerne Bescheid und ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag auf jeden Fall auch wieder hier am Start bist zum zweiten Teil von meiner kurzen Serie, also erstmal so, um die Fakten erstmal abzuchecken zum Thema Haarsystem, bevor es dann natürlich regelmäßig einfach um so Daily Updates zum Thema Haarsystem geht. Ich werde dazu auch eine eigene Playlist einfach machen, dann habt ihr es einfach einfacher, euch die ganzen Folgen euch reinzuziehen und genau, habt ein schönes Wochenende, stay positive, stay strong, bleibt gesund, ganz wichtig und ich wünsche euch das Beste und ein schönes Wochenende, erholt euch gut und dann sehen wir uns Dienstag wieder hier auf meinem Kanal Lifestyle, dein kleines Motorblogs und Lifestyle geht. Haut rein, ciao!